So, today we will speak about the Irish round tower or the paramagnetic round tower, like you see an example in the picture. Also heute Abend sprechen wir über die irischen runden Turm und den paramagnetischen Rundturm, und hier in der Mitte vom seht ihr ein Bild von so einem Turm. I will see how. Ah, yes. Oh, I find. So we will speak about the history, about the pioneer Phil Callahan that discovered how it works, and about some science, and then the practical way how to install, how to do in our gardens and fields, and some testimonials. Heute geht es also einmal um die Geschichte, dann um den Pionier Phil Callahan, der herausgefunden hat, wie diese Rundtürme funktionieren. Wir schauen uns die Funktionsweise an, praktische Installationen und dann eben auch Zeugen, Aussagen oder Ergebnisse, was Menschen damit schon erreicht haben. Our example are the Irish round towers, like you see here some pictures. It's one in Glendalough in Ireland. And you see on the right a nice round tower that survived already 1,000 years. And on the left, you see also like a church or a chapel with a round tower, and I will explain how it came like this. Yes. Also hier sehen wir Beispiele von runden Türmen in Irland. Hier auf der linken Seite ein runder Turm und auch ein runder Turm mit einer Kirche oder kleinen Kapelle, wo es eben, wo sie auch einen runden Turm eingebaut haben. Das werde ich nachher noch erklären. Und auf der rechten Seite hier auch ein runder Turm, der schon seit über 1000 Jahren steht. Around the year 1000, in some books they speak that the round towers were built around the year 1000. In other books around 600 after Jesus Christ. But what is known is that it's that the Christians came around the year 1000, and they Christianized those towers, and they built like chapels and churches and monasteries around those towers in Ireland. Also wenn wir in den Büchern nachschauen, dann können wir herausfinden, dass generell gesagt wird, dass diese runden Türme um 1000 nach Christus gebaut wurden. Bei anderen finden wir auch Angaben von 600 nach Christus. Wir wissen aber mit Sicherheit, dass um 1000 nach Christus die Christen dort nach Irland kamen und haben dann angefangen, eben auch um diese runden Türme herum Kirchen oder Kloster oder so zu bauen. And from some history books, they say that the head of the round tower, it was not like this. It was not a cone like this, but it was more round. And it is the Christian influence that transformed it in a cone like this. Also die früheren Bilder zeigen eigentlich, oder die früheren Schriften, Dokumente sprechen darüber, dass die Türme eher abgerundet waren, also eine runde Form hatten, und dass dann eigentlich durch die Christianisierung die Form, die Spitze sich verändert hat, sodass sie jetzt dann eben oben eher spitz zulaufen. They have found back also symbols of fertility on the round towers. So
In history, we see that there is a link or relation to the fertility. But what exactly, we don't know. Wir haben auch feststellen können oder recherchieren können, dass eben häufig an diesen Rundtürmen Symbole angebracht waren, die mit der Fruchtbarkeit in Verbindung gebracht werden. Allerdings können wir nicht genau rekonstruieren, was es damit auf sich hat. There is a book that collects a lot of information about the round towers from Brian Lalor that you see on the right. But in reality, it's not only in Ireland that you find round towers, but in Ireland you find the most of them, around 60 or 70, I think, in Ireland, all around Ireland. But there is also one in Belgium, for example, that you see on the picture below on the left. Es ist so, dass es hier ein Buch gibt von Brian Lalor, der sich sehr intensiv mit diesem Rundturm beschäftigt hat und die auch gesammelt hat. Es gibt wohl um die 60 bis 70 von diesen Rundtürmen in Irland. Und einen Rundturm hat man eben hier auch, wie auf dem linken Bild zu sehen, in Belgien gefunden. In the history, like you see on that schematic, so I draw the round tower around 1000 after Jesus Christ, but maybe it was much older. And then in electroculture, it came back like around 2010, and also in the years 90s in Australia, they did also some experiments with it. But here in Europe, it's mostly since 2010 that some farmers begin to use round towers. Wenn wir hier schauen, die Geschichte der Elektrokultur, dann können wir sehen, dass es eben um 1000 nach Christus nachweislich schon diese Rundtürme gegeben hat. Dann sind die in Vergessenheit geraten und eigentlich hier in Europa um 2010 von Landwirten wiederbelebt worden, wiederentdeckt worden. Und in Australien gibt es auch 1990er Jahren einige Erscheinungen, wo Rundtürme wieder eingesetzt wurden. Another picture from Egypt. Here you see also like two round towers. So maybe the knowledge about round towers is a lot older than we think. You see also the castles. A lot of castles have also round towers and with the wall around mostly. Here is an example. Maybe it has also an influence like this. So just yeah. Examples and castles with round towers you find all over the world or all over Europe. Also wie ihr hier sehen könnt, gibt es ein ganz altes Bild aus Ägypten hier auf der linken Seite mit zwei Round Towers, also Rundtürmen. Also vielleicht ist die Kultur der Rundtürme ja schon sehr, sehr viel älter, als wir es heutzutage wissen. Was wir auf jeden Fall wissen, dass es, wie auf dem rechten Bild zu sehen, ganz viele solcher Schlösser gibt, die so einen runden Turm oben haben und die auch von so einem von so einer Mauer umgeben sind und vielleicht haben ja auch diese Mauern noch eine besondere Bedeutung. I don't know if you see me, but you hear me again? Yeah, we can hear you. And yeah. There was a little interruption here, so yeah. I didn't. So we continue. So in all traces, maybe before the round towers, we had like those giant stones, like
menhirs or monoliths. And this is the oldest monolith from England. That is the Rudston monolith on the left. And you find back also in England pieces of rocks like you see in the middle, that is from the Neolithic, where you see like a snake and like it has a form like a phallus too. And probably something in some books they speak about that probably the round towers are like an evolution of those that knowledge, and was also like a symbol or had a rule for to increase the fertility. So that's why we are here. It's to see how we can increase the fertility in our fields. Ja, bei den Rundtürmen geht es letztlich darum, wie wir die Fruchtbarkeit in unseren Gärten und Feldern, Grundstücken erhöhen können. Vielleicht ist es so, dass es ursprünglich von diesen Monolithen herrührt. Der älteste davon, der höchste in England, der Rudston-Monolith, ist hier ganz links zu sehen. Und dann in der Mitte ein neolithischer Stein, der einen Phallus darstellt mit einer Schlange. Und rechts sieht man dann den normalen Rundturm. Und vielleicht kann man daraus schließen, dass eben dieser irische Rundturm, wie er hier rechts zu sehen ist, aus diesen Monolithen, diesen erhöhten Steinen letztlich sich weiterentwickelt hat und dass er generell mit der Fruchtbarkeit, mit dem Fruchtbarmachen zu tun hat. And now, this after the influence of the Christians, it became like a churches, or it was like you see a church have always also a tower with you have also the symbol or the statues of Mary close to round towers at some places. And Mary is also like a symbol of fertility. So it's interesting. We see that there is like a common ground around the fertility. Ja, wir können dann sehen, wie sich die Dinge weiterentwickelt haben, dass eben, wie hier unten auf dem kleinen Bild zu sehen ist, in die Nähe von diesen Rundtürmen, dann eben Kirchen, Kapellen und so weiter, Klöster, sowas gebaut wurden, eben auch mit diesen Türmchen. Und das führt im Weiteren dazu, wie auf dem rechten Bild zu sehen ist, dass eben sehr häufig in der Nähe von diesen Rundtürmen auch Statuen zu finden sind von der Mutter Maria oder auch von Christus. Und insofern können wir schon daraus schließen, dass diese Rundtürme generell was mit Fruchtbarkeit zu tun haben. So now about Phil Callahan. So Phil Callahan has written several books. So you see the book Ancient Mysteries, Modernism, and Nature's Silent Music. And he speaks about his discoveries that those round towers influence the fertility all around. And I will explain how he discovered that. Also Phil Callahan hat hier diese bahnbrechenden Entdeckungen gemacht. Er hat darüber auch hier diese drei Bücher geschrieben. Und ich gehe dann jetzt im Weiteren darauf ein, wie er herausgefunden hat, dass sich diese Rundtürme auf die Fruchtbarkeit des Bodens positiv auswirken. Okay, go ahead, Janik. Okay, go ahead, Janik. Are you back? The connection is a little unstable tonight. Also ein bisschen unstabil heute Abend, die Verbindung.
Yannick, can you hear me? Go ahead. Yes, go ahead. Excuse me, there was an interruption. My internet connection is bad. Okay, we can hear you, so you can continue. Just turn on your mic again. Hello, yes. Yes, okay. You're so back. He has downloaded again the, yes, okay, it's come back. A few seconds. So, Phil, you hear me? Okay. Yes. You hear me? Yes. Ah, yes, okay. So I come back. Yes, now it's okay. And if it's easier, Yannick, I can share the PowerPoint as well. I don't know if that makes any difference. So, we will see if there is again the problem, we will do that. So, Phil Callahan, he was in the military during World War II, and he was working to entertain the or to keep working the radio antennas for the military in Ireland. Hello. Also Phil Callahan war im Militär in Irland, und seine Aufgabe war es, die Radioantennen funktionsfähig zu halten. Yes, maybe it's better you share, because I think it takes too much bandwidth at my place. Yes, sure. Maybe. Yes, sure. I will continue. So, and he discovered, yes, maybe you share the record, because here there is always interruptions. Yes. Okay. So we are back. Yes. So excuse for the little problems. It's okay, I see the presentation. Okay, so then go ahead. Yeah, so and Phil Callahan, he observed that some farmers went with their sheep close to a tower on a little island, and every morning they go with little boats and their sheep to the island where they were. Yannick, we can't hear you, so maybe you can just dial in again. Maybe that will help. Also er sagte gerade, dass Phil Callahan beobachtet hat, dass eben einige von den Bauern jeden Morgen mit ihren Schafen auf eine Insel gefahren sind, wo besonders grünes Gras war, es viel zu essen gab, und sie sind dahin, haben dahin übergesetzt, um ihre Tiere zu ernähren. Und da ist er darauf aufmerksam geworden und hat sich überlegt, was ist denn da so Besonderes eben auf dieser Insel.
Und ich glaube, jetzt ist Jannik verschwunden und kommt dann nochmal neu rein. Ist jemand schon mal in Irland gewesen und hat diese Rundtürme gesehen? Nein. Kennt jemand von euch die? Nee? Nein. Okay. So, I'm back. I don't know if you hear or see me. We can hear you, yes. I was just explaining about the farmers, you know, with the sheep that went to the island. That's how far you were. We were hearing what you were saying. Okay. And so he began to measure the maybe the towers emit some radio frequencies that helps the plants growing. And then he discovered that those towers work like radio antennas that receive and emit some radio frequencies. Er hat das dann untersucht und festgestellt, dass diese Rundtürme Radiowellen ausgesendet haben und dass sie eigentlich wie Antennen funktionieren. And Jannik, if it's still a problem, you could turn off and your... He discovered that the towers are built all around Ireland in relation with the stars. Und er hat dann eben festgestellt, wie man hier oben auf der Grafik sieht, dass die so angeordnet sind, dass die eben eine Beziehung zu... I turn off my video. Ja, I hope it will work now. Dass die eben so angeordnet sind, dass man eine Beziehung erkennen kann zu den Sternkonstellationen. Ja. Next slide, okay. Okay, und hier sehen wir, dass die Antennen und Rundtürme eben früher auf Feldern und in Dörfern auch positioniert waren. Das hatten wir letztes Mal schon kurz gesehen. Right, this we saw last time, right, Jannik, where the antennas and round towers are positioned all around the fields and in villages. Yes, and here you see also like a round tower on that image, like from last time, and a church too. So we can continue. Das ist uns vielleicht letztes Mal nicht aufgefallen, dass es da eben auch einen Rundturm gibt und auch einen Rundturm auf der Kirche. Aber das können wir jetzt hier rechts im Bild sehen. So next. So what are the characteristics? Yes, the characteristics, because there are a lot of kind of towers in the world, but the Irish round towers are mostly round. They are hollow inside, and they are made of basalt, mostly that is paramagnetic. Also das Bemerkenswerte ist an diesen... Did you hear me? Yes? Oh, bin ich jetzt nicht laut? So. Ups. Wo ist meine Maus? Okay. Also das Bemerkenswerte an diesen Rundtürmen ist, dass die einmal eben rund sind, dass sie innen hohl sind und dass sie aus magnetischem Gestein wie Basalt oder bestimmten Graniten hergestellt sind. Und dass sie oft eben mit Öffnungen in der Höhe versehen sind und einen Kegelwinkel bei 51 Grad haben. Excuse me, I will interrupt because I don't hear you enough. And I will put it back a moment. Yes, okay. Genau. Also er hat es dann auch gemessen
dass das Gestein eben paramagnetische Qualitäten hat. Und da gibt es bestimmte Steine, die diese paramagnetischen Eigenschaften haben. Und das ist zum Beispiel Basalt oder eben auch bestimmte Granite. Und da geht er bestimmt gleich noch drauf ein, weil Callahan hat dann ein Gerät entwickelt, womit er eben die paramagnetischen Eigenschaften eben auch von Böden messen kann. Jochen, du hast eine Frage. Ja, Ursula, kannst du bitte das Vollbild wieder machen? Ja. Weil man sieht jetzt deinen ganzen Computerscreen, aber vorher hattest du nur die Präsentation, nur das Slide. Ja, genau, das mache ich auch jetzt wieder. Klar. So, I'm back. I don't know if you hear me. Yes, we can hear you. So maybe it will work now. So, okay. We can continue. Next slide. Next. Do you see the next one? Yes, now I see. Okay. So Phil Callahan, he could measure that the round tower receive very low radio frequencies that we call ELF frequencies. And those frequencies are similar to our brainwave activity frequencies. And later on in the 50s, it was also discovered again, and it was called the Schumann frequencies. Also der Phil Callahan hat dann festgestellt, dass eben von diesen Rundtürmen also ganz niedrige, ultraniedrige Frequenzen ausgestrahlt werden. In den 50er Jahren hat man das auch wiederentdeckt und hat die dann die Schumann-Wellen genannt. Mhm. So, ah, yes, and those Schumann frequencies are generated mostly by lightning on Earth. Every time there is lightning, it generates those Schumann frequencies all around the world. And it's like a heartbeat of the world, of our planet Earth. And all life on Earth need those Schumann frequencies to live and develop normally. Und man hat eben festgestellt, dass diese Schumann-Frequenzen immer dann auftauchen oder vermehrt, wenn es eben Blitze gibt. Und dass das eigentlich wie der Herzschlag der Erde ist. Und alle Lebewesen brauchen diese Schumann-Frequenz, um zu wachsen, um zu blühen und sich zu entwickeln. Und er hatte eben auch noch gesagt, dass diese sehr niedrigen Frequenzen auch in Beziehung stehen zu unseren Gehirnwellen. So, next. Yes, it's to illustrate what we just say. It's like a resonance between the ionosphere and the Earth surface. It's like an electromagnetic resonance. Also hier seht ihr nochmal, was ich eben schon erklärt habe, dass diese Schumann-Frequenzen eben eine Resonanz herstellen zwischen der Ionosphäre und der Erdoberfläche. Also eine elektromagnetische Resonanz, genau. And they use in science, I found a science article where they use like a tower that they make electronically with metal and plates and electronics, and it's built to measure the different charges, electrical charges between the sky and the earth, and it's even possible to measure electrically the passing by of a cloud, for example. It's so sensitive that it measures the electrical influence of a cloud. Also ich habe dann Forschungsergebnisse gefunden, wo man so Antennen hergestellt hat, wie ihr das hier links seht. Die sind dann aus Metall und so weiter gebaut, mit einem Messgerät verbunden, wo man eben die Schumann-Wellen auf der Erde messen kann.
und die sind sogar so fein eingestellt, so empfindlich, dass sich elektrische Veränderungen auf dem Messgerät zeigen, jetzt, wenn Wolken drüber ziehen, dass die das sogar zeigen können und sich eine elektrische Veränderung auf dem Messgerät zeigt, wenn Wolken herziehen. And probably, it's my hypothesis, plants will grow better when you have clouds passing by than because it creates like fluctuations of electricity in our atmosphere than when there are no clouds. Also ich habe die Hypothese aufgestellt, dass Pflanzen besser wachsen, wenn es Bewegung am Himmel gibt durch die Wolken. Dadurch gibt es eine Veränderung der elektrischen Qualitäten. Und meiner Meinung nach wachsen Pflanzen dadurch besser, als wenn einfach der Himmel blau ist und es gar keine Wolken gibt. Ja, next. And Phil Callahan, he did some tests with very little towers in pots. And here an example of radishes you see with the little tower test on the left, the radishes are a lot bigger than on the right. So it's very little test, everybody can experiment. Also hier seht ihr rechts in dem Blumentopf einen ganz kleinen runden Rundturm mit Radieschen. Und da sieht man jetzt schon ganz deutlich, dass selbst wenn nur so ein kleiner Rundturm in dem Topf ist, dass dann die Pflanzen einfach üppiger wachsen. Ja, und so kann jeder von euch eigentlich auch damit experimentieren. So, when a tower works well, then you can increase plant growth by maybe 30 to 100%. Some cases, sometimes more. It increases also the resistance against stresses like humidity, too much water, or cold, or also the heat of the summer. It will also increase the resistance against disease and pests. It will also increase the nutrient content by 15 to 100%. So it's my evaluation indicative. And also the plants will become bigger. We have a lot of plant records like of gigantic sunflowers, red beets, beetroot, radishes, a lot of different plants become huge, a lot bigger. Yes, it will increase the Schumann frequencies that are beneficial for all nature around, also the birds, the animals, and also for us. Also hier zusammengefasst mal die Effekte von runden Türmen, wie wir die bauen können, da kommen wir dann gleich noch dazu. Wir haben hier ganz klar schon feststellen können, eine Steigerung der Ernteerträge, je nachdem, um welche Pflanze es sich handelt, aber um bis zu 30 bis 100% sogar. Interessanterweise haben wir auch eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Klimastress allgemein, Feuchtigkeit, Kälte, vor allen Dingen auch bei Frost eine größere Widerstandsfähigkeit und bei Hitze. Dann ist es natürlich super, wir konnten feststellen, dass eine erhöhte Widerstandsfähigkeit generell gegen Krankheiten und Schädlinge vorliegt. Und ganz erstaunlich auch die Erhöhung des Nährstoffgehalts, der Nährstoffdichte und des Zuckergehalts, was man ja durch den BRICS-Wert darstellen kann und messen kann um 15 bis 100%. Auch die Pflanzengröße selber, und da kommen wir gleich noch zu Beispielen, die Pflanzen werden einfach größer, die Sämlinge sind größer und die Schumann-Frequenz erhöht sich auch und schafft generell eine friedlichere
Umgebung, sodass sich nicht nur die Pflanzen und die Tiere, sondern auch die Menschen wohler fühlen. Mhm. Next. This is the first testimonial I've got about Rantaus. It was from a farmer in Austria, from around Salzburg. And you see there kohlrabi that was bigger in a radius of 60 meters around his round tower, that where you see the picture, the kohlrabi was like 2-3 times bigger, like you see, than the other kohlrabi that was after 60 meters of the tower. Also das hier ist der erste Erfahrungsbericht, den ich von einem österreichischen Landwirt in der Nähe von Salzburg erhalten habe. Und da sieht man links unten auf dem Bild seinen Rundturm, so wie er ihn da aufgestellt hatte. Und im Radius von 60 Metern um diesen Rundturm herum ist der Kohlrabi so viel größer gewachsen, wie man hier im Bild sieht. Ungefähr 2 bis 3 Mal größer als der Kohlrabi, der dann weiter als 60 Meter von diesem Rundturm entfernt gewachsen ist und ganz klar sehr viel kleiner ist. And his round tower was around 1.50 meters high around. So, and it has an influence of 60 meters around. Und sein Rundturm hier war ungefähr 1.50 Meter hoch und hatte eben dann einen Wirkkreis von im Radius von 60 Metern. Ja. So other examples of very big sunflowers with heads that were really huge like this, of around 60 to 70 centimeters. That is very huge. Also hier sind Beispiele von Sonnenblumen, die sind ja wirklich riesig. Und es waren, die waren jetzt im, also 65 bis 75 Zentimeter, das ist hier im Jahr 2021, von diesen Sonnenblumen. Ja, next. And this is a guy in France that is quite famous. It's Mehdi Daou. And he first used little round towers from me 2 years ago. And he could surpass his record. He had 100 kilos more in comparison with his old records on the biggest pumpkin since he used the round towers. Also dieser Herr hier ist relativ berühmt, Mehdi Daou, und er hatte anfänglich so ganz kleine Rundtürme von mir und hat damit schon Rekorde aufgestellt und hat es dann sogar geschafft, nochmal um fast 100 Kilo mehr seinen eigenen Rekord zu brechen. Ja, so next. So this was from this year in an article in a newspaper, and you see the little tower in the back of the picture, on the right in the back. And he told that the roots of the plant were growing 5 meters away to the round tower. They went like attracted by the round tower. Und hier hat er seinen eigenen Rekord nochmal gebrochen, wie man hier sehen kann. Das ist am 2. Oktober letzten Jahres veröffentlicht worden. Und hier rechts unten im Bild seht ihr ganz hinten in der Ecke diese kleinen Rundtürme, die da stehen. Und er hat eben berichtet, dass er bemerkt hat, dass die Wurzeln von seinem Riesenkürbis hier 5 Meter in Richtung von diesen Rundtürmen hingewachsen sind, so als hätten sie sich davon angezogen gefühlt. So, next. Other example of mint that was in my garden every year very big, like 1.50 meters, and that year was 1.70 meters and even 1.80 meters high. And the raspberries went up to 2.50 meters, between 2.50 meters and 3 meters high. Also hier in meinem Garten seht ihr die Minze, die ist super gewachsen,
1,50 Meter, 70 bis 1,80 Meter durch diese runden Türme. Und selbst die Himbeeren sind riesig geworden, 2,50 Meter hoch oder zum Teil auch 3 Meter. Now in my garden I have also other techniques, but it's I see really the influence of the round tower. For example, this year I went with my lawn mower to cut the grass on 8 January. I never did that in the winter time, cut the grass. Ja, es ist so, dass ich natürlich in meinem eigenen Garten jetzt nicht nur die Rundtürme habe, sondern auch noch andere Dinge installiert habe. Aber dieses Jahr war es so, dass ich mit meinem Rasenmäher schon am 8. Januar hier losgezogen bin, um den Rasen zu mähen. Das habe ich bisher noch nie gehabt, dass das Gras so üppig und so früh dann gewachsen ist. So another example, that was in 2021, 2 years ago. I had a huge sunflower and tobacco plant also close to the towers. Also hier seht ihr auch in meinem Garten, das war 2021, da hatte ich auch diese riesige Sonnenblume hier, 3,60 Meter hoch, und rechts daneben ist eine Tabakpflanze, die auch 3 Meter hoch gewachsen ist. And here you see the influence of the on the energy field around with some with the picture, for example, on the left, that was with a normal photo, and there was like a glow of a light in violet color, and on the right you see like rainbow colors, and this was a picture made with the filter. But you see that there is really an influence close to the towers. The tower, you have like rainbow colors that are very strange, that you see the influence of the tower. Also hier könnt ihr den Einfluss der Rundtürme sehen auf der linken Seite. Das ist mit einer normalen Kamera gemacht worden. Und da ist eben dieses violette Licht auf einmal erschienen. Und auf der rechten Seite, das Foto ist mit einem Filter gemacht worden. Und da sind auf einmal diese Regenbogenfarben, die sich in der Nähe von dem Rundturm zeigen. Also man kann sehen, dass sie einen Effekt haben und eine besondere Energie von ihnen ausgeht. So how to install the most easy way? It's to use a ceramic tube and to put it like around 30 centimeters in the soil, and to fill it with basalt rock or volcanic rock, and then to put just a stone on top of it. And the stone is best to be also basalt or granite. And already like this, you can have huge effects. Also was ist die einfachste Art, das zu installieren? Das habt ihr wahrscheinlich jetzt alles schon überlegt. Wie kann man sowas machen? War ja auch schon eine Frage im Chat. Also die einfachste Installation ist, eine Röhre aus Steingut zu nehmen, also Keramik oder gebrannten Ton, ungefähr 1,50 Meter hoch. Im Außendurchmesser 20 cm, dann ungefähr 30 cm in die Erde reinsetzen, mit paramagnetischem Basalt oder Lava zu füllen, und dann einfach einen Hut obendrauf. Also da kann man eben auch einen paramagnetischen Basaltstein oder Granatkiesel oder sowas nehmen. Und dann kann man das so relativ einfach in seinem Garten installieren. So, next. Here you see some schematics about the hypothesis, how it works. It has also similar effect like an atmospherische Antenna.
maybe the height of the tower will also change maybe the frequency, maybe specific heights, high or specific lengths will maybe increase the effects. We don't know. We have to experiment that. But we have a lot of ideas how to improve or to experiment. So it gives an idea how a tower works, with the Spitzen effect, electroosmosis, and ALF radio antenna. But it's mostly like a radio antenna that it will work. Also hier sieht man so ein bisschen, könnt ihr den Eindruck bekommen, wie jetzt so ein Rundturm funktioniert. Es ist schon so ein bisschen eben auch wie eine ELF-Radioantenne. Vieles wissen wir darüber noch nicht und muss noch experimentiert werden, zum Beispiel wie die Höhe des Rundturms jetzt vielleicht bestimmte Energien erhöht, dass es eben noch einen besonderen Effekt haben könnte, wenn die Rundtürme einfach höher sind. Und hier unten seht ihr dann, wie die Energien sich da, wie die moduliert werden um diese Form der Rundtürme herum. Also sie empfängt, verstrahlt, strahlt aus, wohltuende Energien eben in ihrer Nähe, in ihrer näheren Umgebung. We see that the highest it is and the biggest, the bigger is the area that it influences. Also wir haben festgestellt, dass je höher diese Rundtürme sind, desto größeres Wirkfeld haben sie. Genau. Yeah, next. So this is a schematic how are built the origin, the originally towers in Ireland. They are hollow like this, and the stones are of basalt. It's like you see on the picture. Also hier seht ihr, wie die ursprünglich in Irland gebaut worden sind. Also es gibt einen Hohlraum und das eben paramagnetische Gestein dafür verwendet wurde. Und die Spitze, da seht ihr diesen 51 Grad Winkel. Maybe when we do the towers and the gardens, we fill the tube complete with basalt. But maybe it can be interesting to do experiments to make it also hollow, to make like a hollow tube inside or something, or to make it hollow. Maybe it will increase a kind of resonance effect. Maybe we have to test. Also wenn ich mit den Rundtönen arbeite, dann ist es so, dass wir die eigentlich immer mit diesem paramagnetischen Gestein füllen. Aber wir könnten natürlich auch mehr damit experimentieren, die vielleicht innen hohl zu halten oder noch eine Röhre reinzutun, die dann hohl ist. Es könnte natürlich sein, dass dadurch der Resonanzeffekt verstärkt wird. Also da gibt es noch viele Dinge, mit denen wir experimentieren können. Ja. So here also some ways you can do it. The first that I showed, a tube just filled with basalt and a stone on top or a cone. The second one you see, you can have like pieces of tubes that can also work. And you can on the completely white, that are little towers that we make like completely in cement mixed with basalt sand or rocks mixed with cement. And then you can also make like towers like this for the garden, for example. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir die jetzt auch schon herstellen. Also dass man einmal eben so eine Röhre hat, wo man dieses Basaltgestein reintut.
In der Mitte seht ihr dann, dass man auch die Röhre außen eben in Abschnitten machen kann, dass es nicht aus einem Stück gefertigt ist. Und ganz rechts seht ihr dann die kleinen Türmchen und die füllen wir mit einem Gemisch aus Basalt, Sand eigentlich und Zement. Hm. Und die kann man dann eben in unterschiedlichen Größen machen. So that are the tubes you can use to make towers. You find that all over Europe. You have two companies that makes and sell tubes like this. It's Steinzirk and Eurotop. Akeramo Steinzirk, it's I think a German company, and Eurotop. So you can find on internet and you can find distributors of tubes like this. It's really not expensive. It's maybe like 30 euros for one tube or something like this. So it's really not expensive. If you want to have an influence on 1 hectare, you need like two tubes like this. So it's really not expensive. Also das Ganze ist wirklich nicht teuer. Und wenn man jetzt sagt, man hat ungefähr 1 Hektar und da möchte man jetzt diese Effekte haben, dann reichen eigentlich schon 2 von diesen Röhren. Und hier in Europa gibt es eigentlich 2 Hersteller davon, also einmal Keramo Steinzeug und Eurotop. Und da kann man dann in seiner eigenen Region schauen, wer die da vermarktet, verkauft und kann sich ja je nach Geschmack entsprechend viele Röhren dann besorgen. And they have all sizes of tubes. You can have a little ones and big ones. They have all sizes. Und sie haben eben ganz unterschiedliche Größen und dann könnt ihr euch einfach die Größen raussuchen, die dann für euch ja wo ihr das beste Gefühl habt. Okay, go ahead. Yannick. Basalt. Yes, you hear okay. me? Okay, yeah, no, we didn't. Go ahead, please. It was yes. So I was it about that's too bad. Company that is a lava. I sorry. You hear me again? Yeah, kind of intermittent. Yes. In Germany, there is a company that is called Lava Union, where basalt and lava that you can use for round towers, for example. Also in Deutschland gibt es eine Firma, die heißt Lava Union. Und da bekommt man diese Basaltgesteine oder diesen Basaltsand. Und also Lava Union, hat er gesagt, für Deutschland. Und wir werden dann mal schauen, was es da sonst für Österreich oder der Schweiz auch gibt. Okay, Janik. So you hear me? Yes, and maybe try again to turn off your video. Yes. Yeah, so okay. Here you see again a picture of the influence tower. It will probably radiate more to the north than to the south. It is also related to the Earth magnetic field. Also hier seht ihr nochmal dargestellt, der Einfluss und es geht eben in alle Richtungen, aber unserer Erfahrung nach ist die Wirkung stärker Richtung Norden. Ja, so continue. Next, yes. So here you see again pictures to show the overall. In the fields, you see it's like a circle all around, but more like an egg shape circle.
Ja, hier kann man sehen, dass, wie sich das Energiefeld ausweitet und also wie die Strahlung eines runden Turmes ist. Und da sieht man schon deutlich, dass der Wirkbereich Richtung Norden einfach größer ist, dass eben es nicht mehr ein Kreis ist, sondern dass es mehr eiförmig ist. And you see, you sit on the cloud. Normalerweise kommt Yannick ja dann. The clouds are a little different. It's like there's a connection with the sky, with the atmosphere. Okay, es gibt also eine Verbindung zu den Wolken auch. Can you repeat that in terms of the clouds, Yannick? We didn't hear that. Yes. There is like connection with the cosmos, with the atmosphere, and then you can see that sometimes in the clouds that are different, or sometimes a whole of blue sky in the clouds above the tower. Ah, okay. Also es gibt eine Interaktion, eine Wirkung, die wir festgestellt haben zwischen den Rundtürmen und dem Himmel, sodass manchmal die Wolken dann sich seltsam formieren oder dass auf einmal Löcher quasi in der Wolkendecke entstehen, durch die man dann plötzlich den blauen Himmel sehen kann. Well, Yannick, would it help if you come back, you know, if you dial in again? Maybe a moment. Ja, das ist schade mit der Verbindung, dass es heute Abend so schlecht ist. Die haben viel Trouble in Frankreich. Und also ich denke, soweit ist das verständlich. Und hier geht es jetzt darum, dass man die Rundtürme dann vielleicht besser nach Nord-Süd statt Ost-West ausrichtet, so wie eben auch viele Türme von Kathedralen ja in diese Richtung ausgerichtet sind. Wie willst du einen Rundturm ausrichten? Ja, wie richtet man einen Rundturm aus? Gute Frage. Das können wir ihn gleich fragen, wie er sich das vorstellt. So, Yannick ist back. Gucken, was im Chat ist. Okay, Yannick, are you back? Sonst gehen wir weiter. Gehen wir mal weiter. Hier geht es um die kompatible Nutzung mit eben anderen Techniken. Bisher haben wir ja über die atmosphärischen Antennen gesprochen und über die magnetischen Antennen. Die kann man hier auf jeden Fall miteinander verbinden. Wie man hier auch links im Bild sieht, da ist ja einmal diese riesige Teleskopantenne, die atmosphärische. Dann sieht man hier ein paar kleine Rundtürme. Am Fuße der Teleskopantenne hier steht auch eine Pyramide. Und die anderen Dinge, die hier noch aufgeführt sind, da kommen wir dann noch zum Laufe des Trainings, wo es um galvanische Batterien geht, um diese Spiralen und auch die Lakowski-Kreise. Also scheinbar gibt es da keine Interferenzen und man kann diese Dinge zusammen nutzen. So, dann hatte er
ja vorhin schon von diesen natürlichen Radiowellen gesprochen, dass es da ein breites Spektrum gibt an niedrigen und hohen Frequenzen elektromagnetischer Wellen. Und das sind eben verschiedene Experimente hier, wo man rechts sieht, wenn das eine Spitze hat und ausgerichtet ist, dann ist die Funktion durch diese Ausrichtung verstärkt, als wenn eben keine Spitze da ist. Wir hatten dann letztes Mal ja auch schon über den Hühnerstall gesprochen, wo die atmosphärische Antenne hier links vom Hühnerstall steht. Es spricht jetzt auch nichts dagegen, noch einen runden Turm in den Hühnerstall reinzustellen. Die Hühner sind glücklich, die Vögel pfeifen fröhlich vor sich hin, den Regenwürmern scheint es auch gut zu gehen. Also da gibt es auch positive Erfahrungen. Und hier eine schöne Zeichnung von, wo der Hühnerstall in Form eines runden Turmes gemacht wurde. Also das wäre je nachdem auch eine Idee, dass man den gesamten Hühnerstall schon als Rundturm designt, gestaltet. Man könnte das auch mit einem Bienenstock machen, dass man einen Bienenstock in Form eines runden Turmes aufbaut. Und hier sieht man, wie die Schnecke die Energie aufnimmt und sich von der Energie ernährt, die hier rechts da direkt oben raufgeklettert ist. Hallo. Yes, hallo. Okay. Now I change of place and now it will work normally. Oh, okay. So we continued a little bit, but okay. You would probably add a few things because here we had the question if you can, how would you put the round towers in a way that they are north-south? I mean, they are round, right? Yes. So the round tower itself, you will not orientate, but if you have two towers, then you can put it like one on the east, one on the west, or you can put it one in the north and one in the south. Okay. And a cathedral, for example, there you have two towers, and one is in the north and one is in the south. And it's like very close together. It has nothing to do with the openings of the tower. Also fragt es doch Bernhard. The openings of the towers, that we think it's in relation to the wind. Mm-hmm. But we don't know, but it's probably to make like the sound or like a kind of resonance effect. Also an den Rundtürmen gibt es ja so Öffnungen. Und da war jetzt die Frage von Bernhard, muss man das jetzt hier auch irgendwie Nord oder Süd ausrichten? Und Janiks Antwort war jetzt, man weiß nicht genau, wofür die Öffnungen eigentlich sind, aber vermutlich hat es was mit dem Wind zu tun und den Windgeräuschen, wodurch dann bestimmte Resonanz Effekte erzeugt werden. Ja, yeah, it's a big mystery. Es ist noch ein großes Geheimnis, was diese Öffnungen, wozu die Öffnungen wirklich gut waren. So, do you want to explain this? I just kind of said that round towers, yes, can be combined with all, yes, the other possibilities, right? And okay. Here an example. On the right, you see a cylinder and a magnet. And when you put a cylinder close to a magnet, it doesn't orient itself in the magnetic field. But when you put a cone on top of it, then it will orient itself. It will be influenced by the magnetic fields. So that is very interesting because a round tower has like a cone like this, and it will be influenced with a magnetic field like this. It will act as an antenna because of the form
with the cone. Ja, wenn man also nur diesen Rundturm, wie im oberen Bild zu sehen ist, rechts in der Nähe von einem Magnet hinlegt oder hängt, dann richtet sich der runde Turm eben nicht aus, während wenn man eben diese Spitze zufügt, wie unten zu sehen ist, dann sieht man, dass eine Ausrichtung stattfindet. Es ist also einfach ein sehr interessanter Effekt und deswegen haben diese Rundtürme ja wahrscheinlich auch diese Spitze, weil dadurch der elektromagnetische Effekt gestärkt wird. So it's a nice picture to show that you can also use to help animals. So you can put also a round tower close to the chicken house. And also in the for the cows, for the sheep, for all animals, it will help. Also es ist nicht nur so, dass die Rundtürme eben für Pflanzen gut sind, sondern die wirken sich auch sehr, sehr positiv eben auf Tiere aus, also Hühner, Kühe und Schafe und so weiter. And one of my ideas is to make a chicken house in the form of a round tower, like this. Also das ist eine meiner Ideen, dass ich gerne so ein Hühnerhäuschen bauen würde, was eben die Form von so einem Rundturm hat. Yeah. Or also a beehive. I saw this one time in an exposition. One made a beehive like this, that was hollow, like a round tower like this, that was hollow. And on the white, you see that there is a snail. It was in my garden. And he went up, completely up on the cone of the round tower. And he stood there like several days in the sun. And then one day when it waned, he went away again. Also ich habe gesehen, wie links ja auf dem Bild zu sehen ist, auf einer Ausstellung, dass eben jemand so eine Art Rundturm gemacht hat für Bienen als einen Bienenstock. Fand ich jetzt auch eine gute Idee. Und hier rechts habe ich eben in meinem Garten gesehen, eine Schnecke, die sich da tagelang aufgehalten hat an der Spitze. Und als es dann anfing zu regnen, dann hat sie sich verzogen. This is an invention, a device from Phil Callahan. And he invented a kind of system where he could measure the radio waves that were the radio wave frequencies that were received by the round towers and emitted with that device. And he has a patent that you see here that you can find on internet easily how to do this. It's quite easy, it's quite simple device. Also hier seht ihr die Patentschrift von einer Erfindung von dem Herrn Callahan und damit kann man eben diese ELF-Radiowellen messen und wer da Interesse hat, kann sich das auch anschauen oder je nachdem auch nachbauen. Auf jeden Fall sind diese Wellen damit messbar. You see another example of Gilles from the electroculture community. And he had made a little tower, you see gray in the middle. And you see that the radishes are quite big close to the tower. And the further away, they are a lot more little. Also hier kann man diesen Effekt des Wirkfeldes sehr, sehr deutlich sehen. Diese ganz kleine, der ganz kleine graue Rundturm. Den man da sieht mit den Radieschen, die eben ganz nah von dem Rundturm am größten wachsen und dann eben in der Größe abnehmen, je weiter weg sie sind von dem kleinen Rundturm. That is from a friend where I've put a round tower and he had like huge sunflowers like this. Also ein Freund von mir hat sich auch so einen Rundturm eben in den Garten gesetzt und hatte dann Ergebnisse von wirklich riesig großen Sonnenblumenköpfen. This is also in his garden. You see the leaves of the beans were really huge.
And above you see those red fruit. I don't know the name again in English, but yeah, Johannisbeere. Genau. Ah, yes. Okay. And there were, I have every year really a lot of those various Johannisbeere in my garden. Really huge and also very big ones. Really like almost as big as such. As cherries. Oh, okay. Really, really big. Yes. Ja, also die Johannisbeeren, die sind fast so groß wie Kirschen. Also eine unglaubliche Fülle an Beeren, die da zu ernten sind. Und hier unten auch die Bohnenblätter, die sind alleine die Blätter schon richtig groß. Also da sind wirklich sehr kräftige Pflanzen und es gibt eine sehr üppige Ernte. We see also all kind of towers in the world. Like for example, in Turkey, you see even like towers like this. And in Afghanistan, you see like big towers like this. And in Iran, the tower above on the left is from Iran, Iran. Quite similar to the towers in Ireland. And then you see that the picture on the right from a book where they show like the energy that is swirling around, that is like captured to all kind of towers you find, or temples and churches and Buddhist temples. It's all quite the same technology behind. Also hier sehen wir, dass wirklich überall auf der Welt diese runden Türme zu finden sind. Also in der Türkei, in Afghanistan, das Bild links oben ist aus dem Iran. Und hier das Bild rechts aus dem Buch, da kann man so ein bisschen sehen, wie dieser Effekt eben ist, dass diese universelle Kraft, diese Energie da runter gechannelt wird, also runtergeführt wird aus dem Kosmos, eingefangen wird und dann runtergeleitet wird Richtung Erde. In my eyes, it's like Wilhelm Reich's work. It's like those towers will increase life energy or life force all around. Also Wilhelm Reich hat ja auch an ähnlichen Dingen gearbeitet und meiner Meinung nach ist es so, dass eben diese Rundtürme überall die Lebensenergie erhöhen. Here you see also one of my first round towers I built with Michael Wust, a German guy from 10 years ago. And here you see, it was in winter time, and you see that the grass is a lot greener around the round tower than further away. Also hier ist eine meiner ersten Installationen schon über, es ist schon vor 10 Jahren mit Michael Wüst damals aus Deutschland. Und das Bild ist im Winter aufgenommen und da sieht man, dass einfach um diesen kleinen Rundturm herum das Gras sehr, sehr viel grüner ist. And this is with a friend in Alsace that had a huge tomato and before he never had such huge tomatoes and he had also like a little round tower like of 50 centimeters in his greenhouse like you see. Also wie ihr hier rechts sehen könnt, der Rundturm ist ungefähr 50 Zentimeter hoch. Das ist in einem Gewächshaus eines Freundes von mir hier im Elsass. Und er hatte früher nie Tomaten oder große Tomaten, aber das war jetzt im letzten Jahr. Da hat er wirklich unglaublich große Tomaten ernten können. Now again, the mint in my garden. So on the right, you see the same mint that is flowering. And he was a little bit higher than on the left, but it was around 1.80 meters with the flowers. Also hier nochmal kurz die Süßminze oder die Pfeffermünze.
Und das Bild links hatten wir ja schon, rechts ist dann so, dass die in die Blüte gegangen ist und dann war sie halt nochmal ein bisschen höher und eine sehr schöne und üppige Pflanze. And normally in the books it was 80 centimeters high, if I read in the book. Ja, normalerweise, was man sagt, wird diese Minze halt ungefähr 80 Zentimeter hoch. Also das ist jetzt hier bei weitem übertroffen. So this is a farmer that went to my workshops two times already. He wants really to learn a lot. And he built a tower like this of around 1.50 meters high. And he measured 3.7 ton in comparison with 1.7 ton of colza, rapsat, I think. So it was really a huge difference. And it was in a radius of around 50 meters around the tower. Also das ist hier jetzt ein Erfahrungsbericht von einem Landwirt, der doppelt so viel Ernte hatte von seinem Raps, also 3,7 Tonnen im Vergleich zu 1,7 Tonnen. Und das durch diesen Rundturm, der ungefähr 1,50 Meter hoch ist und einen Umkreis hat von 50 Metern, wo er wirkt. Sollte die Spitze hohl sein? Okay. So what is the question? Oh, the question, Bernhard here. Yeah, he was wondering if the top of the round tower, should it be hollow? Or do you fill it up with the... No, it's a completely filled... Okay. My towers, yes. Okay, also Bernhard hatte gefragt, ob die Spitze hohl sein sollte. Und die Antwort von Janik ist, nein, er macht es immer so, dass er eben mit dieser Basaltmischung oder diesem Basaltsand komplett das ganze Ding anfüllt, eben auch die Spitze. Or it's sometimes a little bit hollow on the top, because the sand will go in maybe like 5-10 centimeters hollow, but I don't know if it has more or less effect. We need to test this. Okay. And here the farmer, he just put a stone on top. So yes. He filled it all the way up and then just secured it with a stone. Yeah. Yes. Also der Farmer hier, oder der Bauer hier, der hat es einfach völlig auch mit diesem Basaltsand gefüllt und dann einfach einen Stein draufgelegt. Here you see on the right that the snow melts a lot quicker close to the towers. That's the plants also are a lot more frost resistant and cold resistant close to the towers. Also das ist schon erstaunlich. Hier rechts seht ihr, dass der Schnee sehr viel schneller schmilzt um diese Rundtürme herum. Und im linken Bild sieht man eben Pflanzen, die sehr viel widerstandsfähiger sind gegen die Kälte. We had already sunflowers, tomato plants, peppers, potato plants that survived several nights of frost with the round towers. Wir haben also schon verschiedene Pflanzen gehabt, darunter auch Kartoffeln, Paprika, die mehrere Nächte durchgehalten haben, in denen es Frost gab. And normally, like tomatoes, when they have some frost, they died directly. But with towers, they can survive a little bit frost. Ja, also wir hatten selbst Tomatenpflanzen dabei, die das überlebt haben. Normalerweise, wenn der erste Frost kommt, dann sind die Tomaten einfach hinüber. Aber diese Pflanzen haben ein bisschen Frost zumindest eine Weile ausgehalten. And you see it very good in springtime. When there are little and if there is a little bit frost, they die. And with the tower, they survive. Besonders gut kann man es im Frühjahr sehen, wenn ihr kleine Pflanzen habt, die dann bei einem Frost nicht standhalten können. Aber hier mit diesen Rundtauern haben wir eben andere Erfahrungen gemacht, dass sie durchaus überleben können.
So every year I improve a little bit with new IDs. So in the past, I put just a rock on top of the tower, and the same tower, now I make like cones like this, big cones of cement and basalt that I put on the tower. But the two ways, it has good effects. Huh? But with the cones, I believe it works even better. Better, yeah. Yeah. Also jedes Jahr mache ich eigentlich neue Erfindungen. Ich überlege mir, wie ich die Sachen noch verbessern kann. Eine Weile habe ich jetzt immer wie auf dem rechten Bild einfach oben einen Stein drauf getan. Aber jetzt habe ich begonnen, eigentlich diese Spitzen, wie hier links im Bild zu sehen ist, draufzusetzen. Und ich fülle, wie gesagt, das immer mit diesem Basalt, Sand gemischt mit Zement. Und soweit es eben geht, fülle ich die bis oben hin. Hm. This was close to a church, where you see several towers. You have the tower of the church, but you have also kind of round tower in the corner. And also another building with also a tower close to the church. And in the street, just like 50 meters of that church, there was a rose plant. It was like in springtime. And this is a picture from in January. So it was, it had already been minus 10. And here you see a rose plant. It was like springtime. And then I went further away to a village nearby, 100 meters or 1 or 2 kilometers away, to search other rose plants in the same area. And there you see another rose plant, and there had no leaves, like all rose plants in the area. So I think it was really an influence of the energy of those towers, I believe, but need to be tested to be confirmed. But you can see that sometimes if you observe in villages or close to kind of structures like this, you can see strange things like this. Yeah. Ihr könnt es mal anfangen zu beobachten, wenn ihr irgendwie solche Rundtürme seht und euch dann in der Umgebung umschaut, ob ihr irgendwas Besonderes entdeckt. Eines Tages ist mir das nämlich aufgefallen. Es war im Januar und es war schon minus 10 Grad auch vorher gewesen. Und ich habe diese Kirche in einem Dorf entdeckt. Und wie ihr seht, gibt es ja hier auch einen runden Turm und eben auch noch diese anderen Türmchen. Und nur ungefähr 50 Meter entfernt habe ich hier, wie links unten im Bild zu sehen ist, diesen Rosenstrauch hier gefunden. Der hat sich so verhalten, als wäre es Frühjahr. Und dann bin ich ein bisschen weiter weg davon und habe mir angeschaut, wie sind denn andere Rosensträucher um diese Jahreszeit im Januar beieinander, und habe dann rechts oben dieses Bild gefunden. Keine Blätter dran, gar nichts, also nackt und kahl, wie man sich das eigentlich im Januar vorstellt, während dieser andere Rosenstrauch so aussah, als sei schon der Frühling ausgebrochen. Hm. Yes. So how to make round towers? If you want to make just a little ones, you can use a cone. I make like 3D printed plastic cones that I sell also on my internet site, but you can also make yourself. And then I put like a tube, like you see on the picture below left. I put that together, and then I fill it with a mixture of cement and basalt and some red color, but you can make it differently too. But that's quite the most easy way to do it. Now I have my little tricks. Every year, every month I improve, I find new ways, but that's the basic way, easy way to make some just with cement and basalt for your garden, for example. Also hier ist ja zum Beispiel, wie ich die mache, und in meinem Shop im Internet kann man die natürlich auch bestellen. Ihr könnt die aber ja auch selber machen. Das ist
es ist nicht so schwierig. Und durch meine Erfahrung jetzt ist es schon so, dass ich da meine Tricks habe, wie ich das am besten hinbekomme. Und mit jedem Jahr oder während ich die halt ja immer wieder herstelle, kommen mir neue Ideen, wie ich das ganze Verfahren verbessern kann. Ich habe einen 3D-Drucker. Und da drucke ich eben diese Plastikspitzen aus. Und dann habe ich hier diese Röhren und da mische ich eben diesen Basaltsand mit dem Zement zusammen und tue eigentlich noch ein bisschen rote Farbe rein, eigentlich jetzt so für das Aussehen. Man kann natürlich auch eine andere Farbe nehmen oder das irgendwie anders machen. Und das ist im Grunde ein sehr einfacher Weg, wie ihr diese kleinen Rundtürme eben auch selber herstellen könnt. If you use the tube, you have to cut the tube in the length so you can take it away. When the cement is hard, you need to cut the tube in the length and put tape. You understand? Or actually, no, I don't. Man muss die dann natürlich die Röhre schneiden. Do you see me? Yes. Let's see. I can stop the sharing this, then we can see you. Oh, okay. So you see, you have the tube, you have a plastic tube around, and you have to cut the tube in the length. And so you can open it. To put the tower out of the tube when the cement is hard. Otherwise, you cannot take it away. Oh, okay, klar. Er hat also, ich habe eine Plastikschalung da drum gemacht, wo ich das dann reinfülle. Und dann am Schluss muss ich natürlich diese Plastikröhre schneiden, der Länge nach und dann das davon wegbiegen, sodass ich dann eben dass ich den quasi herausschäle. So, ja. I think it's quite the last slide, or maybe one or two. Yes. Let's see. Next. Frage. Ja, jetzt kommt noch erst das, ja. Und dann. So, that are the products I show on my internet site that I sell. It's the cone. To help for making the towers and cones. And I sell also little towers like this and little bigger towers too that are ready to use for in the garden. And you can find this on my site. And I explain, like you see, also how you can do for yourself. You can use your creativity to make it bigger, more little, how you want. It works in all sizes almost. We have seen really good effects in all sizes. Yeah. So we can continue. Ja, wir können die also in unterschiedlichen Größen herstellen. Der Fantasie, eurer Fantasie seien da keine Grenzen gesetzt. Und das sind jetzt hier so ein paar Produkte, die ihr auch in meinem Shop bestellen könnt, also verschiedene Modelle, die ich ja habe, oder man kann auch nur den Hut in Form eines Kegels kaufen oder diese Mischungen, also da könnt ihr euch einfach mal im Shop umsehen oder eben einfach selber experimentieren. Meiner Erfahrung nach ist es so, dass egal wie groß diese Rundtürme sind, dass sie auf jeden Fall wirken. Now my round towers, the little ones, I make of 52.5 centimeters or twice, at a few millimeters precise, because this is the royal cubit length. It's a sacred length that is known in the construction of pyramids, churches, and so maybe it's like a resonance frequency. Also das kleine Modell, was ich mache, diese 52,5 Zentimeter, das nennt man eben auch die königliche Elle. Das hat eben nach der heiligen Geometrie ist das eine ganz besondere Größe und deswegen stelle ich die genau in dieser Größe auch her.
And we have very good results with those towers, with those little towers of 52 centimeters. We have really huge results. Also gerade mit diesen kleinen, eben mit diesem Maß von den 52,5 Zentimetern haben wir unglaublich tolle Ergebnisse. Mm-hmm. Also da ist vielleicht eine besondere Resonanz, die von denen in der Größe dann ausgeht. Ja.